It's Yuki Time und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Oras Wi-Fi Battle. Heute mal wieder gegen den nackten Ninja. Der ist auf jeden Fall übercool, der Typ. Und ja, ich bringe hier mein Turnierteam. Wollte halt mal testen, ob ich vielleicht ein, zwei Pokémon austauschen muss. Muss dazu sagen, Entei hat noch nicht sein perfektes Moveset. Ich habe hier irgendwie Feuerzahn noch drauf, Stampfer und noch irgendwas anderes. Aber ja, wenn ich das einsetze, wie gesagt, kommt halt nur Läuterfeuer bei mir. Ist halt eh völlig egal. Und ja, wie gesagt, mein guter mit der Offensivweste ist auf jeden Fall ein guter Lead, denke ich mal, gegen sein Team. Ich wusste halt nicht, mit was wird er leaden. Wird er leaden mit einem Panferno oder halt mit seiner Steckdose hier? Oder keine Ahnung was. Irgendwas wird er schon leaden. Ansonsten hat er hier noch drei Pokémon, die ich nicht so mag. Also zumindest Shaymin. Shaymin ist auf jeden Fall mega gefährlich. Golgantis habe ich so auch noch nie gesehen. Also in einem Oras Wi-Fi Battle hatte ich noch nie einen Golgantis im gegnerischen Team gesehen. Und einen Kecleon. Kecleon noch nie gehabt. Ich wusste nicht, was das kann. Keine Ahnung was. Hier mit einer Wandlungskunst habe ich überhaupt nicht gewusst. Ich dachte, das kann nur Quajutsu. Und ja, die Steckdose habe ich mir, also die Steckdose und Kecleon habe ich mir vom nackten Ninja bekommen. Er hat dafür mein Raikou bekommen und noch irgendwas anderes. Ja, ziemlich cool auf jeden Fall. Ja, starten wir einfach mal den Kampf. Wie gesagt, ich wusste halt nicht, mit was er leadet, deshalb kommt hier bei mir erstmal mein Gutra. Einfach mal zu gucken, was er macht. Und er leadet hier ganz frech mit seiner Steckdose. Und ja, er hat natürlich ein Ice Leap drauf. Habe ich nicht gewusst, habe ich auch gar nicht so eingeplant. Und ich habe halt Glück, dass ich die Offensivweste trage und dass ich halt hier noch ein paar defensives Investment habe, um das zu überleben. Ich gehe erstmal auf den Draco, um erstmal richtig kräftig Schaden zu drücken. Aber es bringt halt rein gar nichts, Leute. Das zieht zwar schon eine Menge ab, er ist auch im gelben Bereich, aber es hat ihn nicht zerstört und ist halt nur ein Two-Hit-KO und er ist halt sauschnell und deshalb musste ich dann auswechseln, keine Frage. Und habe dann meinen Impagator gebracht, weil ich dachte, okay, vielleicht trägt er ja den Walschal und er ist dann gelockt und geht nochmal auf den Ice-Heap. Das wollte ich an der Stelle echt testen und er geht wirklich wieder auf den Ice-Heap und er ist so geil gelockt und ich dachte mir so, okay, jetzt muss er auswechseln und deshalb glaube ich, wechsle an der Stelle glaube auch aus. Und ich habe ihn dann auch geschrieben auf Skype, okay, ich wollte echt nur testen, was du für ein Item trägst und er hat dann übelst abgefeiert. Und ja, jetzt kriegt er hier sein Kecleon und ich wusste echt gar nicht, was das Teil kann. Keine Ahnung, er hat dann noch so geschrieben, spür die Macht des Kecleon. Und dann kam halt mein Raikou und hat er meine Macht mal gespürt. Und ja, er muss natürlich auswechseln, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Typ ist, keine Ahnung. Jedenfalls macht er Wandlungskunst und so. Das ist schon echt ziemlich cool. Er bringt hier sein Panferno. Ich gehe ganz frech auf den Voltwechsel und drücke hier enormen Schaden. Die Defensivwerte von Panferno sind überhaupt nicht gut und ja, war natürlich echt guter Zug von mir. Ja, jetzt bringe ich meinen Entei, weil ich dachte, okay, vielleicht geht er auf eine Feuerattacke, keine Ahnung. Dann kann ich hier auf jeden Fall das gut abfangen. Und an der Stelle geht er raus. Hat natürlich auch wieder gedacht, okay, wer weiß, was er hier macht. Er dachte wahrscheinlich, ich gehe nochmal auf eine Donnerattacke oder irgendwas. Und hier bringt er seinen Golgantis und ich gehe schön auf Läuterfeuer und kann hier wieder krassen Schaden drücken. Auf jeden Fall ziemlich cool. Krieg aber nicht den Burn und muss dann, kann dann nochmal auf Läuterfeuer gehen und kann seinen Golgantis erstmal rausnehmen. Ja, ist bestimmt ein krasses Pokémon, keine Ahnung, ich kenne das halt nicht so, hatte ich auch nie auf dem Schirm gehabt. Jetzt kommt hier sein No-Scope, das haben wir gestern auch extrem gefeiert, das Teil. Und ja, hat auf jeden Fall die Mega-Entwicklung drauf, es ist sauschnell, es ist wirklich sauschnell. Und ich bringe hier mein Donphan, weil ich wusste, das kann eigentlich jeden Angriff ganz gut wegstecken. Ja, jetzt bringt er hier erstmal schön die epische Mega-Entwicklung, sieht natürlich genial aus, keine Frage. Hier machen wir kurz die Kamera hier ein bisschen ordentlich. Er geht auf Erdbeben, um erstmal Schaden zu drücken, nehme ich mal an. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen mit Licht runter. Und hat natürlich nicht viel gebracht. Er wechselt natürlich aus, um halt ja, zu gucken, was ich mache. Keine Ahnung was. Und er geht hier in sein Panferno. Ich wollte erstmal die Tarnsteine ausnehmen. Ich hätte auch auf Eissplitter gehen können. Wäre Prio gewesen, aber die Tarnsteine waren mir erstmal wichtiger. Und ich wusste, Nahkampf, ich wusste halt nicht, wie gut das ein Donphan wegstecken kann. Keine Ahnung. Und eine Feuerattacke sowieso nicht. Und deshalb bin ich erstmal auf meinen Entei gegangen, um zu gucken, was er macht. Und er geht hier echt krass auf den Nahkampf. Und den kann ich überhaupt nicht gut wegstecken. Ich bin schon im gelben Bereich. Und dann dachte ich mir an der Stelle, okay, dann opfere ich einfach mein Panferno und bin's dann los. Und ja, er hat dann halt mein Entei bin ich dann los. Und ja, er geht hier nochmal auf den Nahkampf und bringt mich hier sicher aus dem Spiel. Keine Frage, da war ich natürlich ein bisschen, ja, traurig, aber ich wusste halt, mein Entei kann ja sowieso nicht mehr viel machen. Das hat das Golgante schon rausgemacht.
Und er hat hier vielleicht nur so ein KP oder so und er lebt noch. Und ich bringe jetzt erstmal hier meinen Impagator, weil ich wusste, Wasserdüse ist Prio und wird ihn wahrscheinlich aus dem Spiel nehmen. Und ich bin natürlich schneller. Und ja, so war es dann auch. Wasserdüse trifft ganz gut und er ist aus dem Spiel. Panferno ist weg. Ist natürlich ein mega gefährlicher Sweeper und ja, an der Stelle war ich ganz glücklich. Jetzt ist eigentlich nur noch sein mega Knackrad gefährlich und Keck Leon, weil ich eben nicht wusste, was das Teil kann. Und deshalb bin ich hier auch ganz frech drin geblieben, habe jetzt erstmal die Kaskade gemacht, war sogar schneller, war überrascht. Wie gesagt, ich kenne Keck Leon nicht und ja, konnte mega Schaden drücken. Und er hat dann die Wandlungskunst drauf gehabt. An der Stelle habe ich das dann gesehen, war mega überrascht, was das Teil drauf hat und ist natürlich echt cooles Pokémon. Aber kann nicht genügend Schaden drücken, ist also relativ schwach, nehme ich mal an. Und ja, Wasserdüse bringt ihn auch nicht aus dem Spiel. Er hat noch ein KP und er geht jetzt auf den Schattenstoß. Ich war mega überrascht. Und das Witzige ist, ich überlebe den mit 9 KP, Leute. Und ich dachte echt so, warum geht er nicht auf den Donnerschlag? Ich war echt mega überrascht. Und ja, dann habe ich ihn auch rausgebracht. War wahrscheinlich ein Missklick, keine Ahnung, weil normalerweise wäre ich auch auf den Donnerschlag gegangen und hätte meinen Impagator rausgemacht. Und jetzt kommt sein Shaymin und ich dachte so, okay, eine Wasserdüse wird gar keinen Schaden machen und deshalb bin ich auf den Eishieb gegangen. Aber Shaymin ist schneller und hat mich hier an der Stelle echt krass überholt. Und ja, der Energieball oder was das war, der hat mich zerstört und mein Impagator ist weg. Aber Impagator ist auf jeden Fall ein cooles Pokémon, also kann man immer mal wieder mitnehmen. Und ja, jetzt kommt hier mein Gutra mit der Offensivweste und er geht auf den Zauberschein. Ich dachte so, vielleicht geht er hier nochmal auf den Energieball oder so. Pflanzenattacke, Vegetarier. Und ich überlebe das, wie gesagt. Und ich war echt überrascht. Das Teil muss eigentlich relativ schwache Angriffswerte haben. Oder Special-Angriff. Ich weiß jetzt gerade nicht, was Zauberschein ist. Auf jeden Fall mein Gutra hier noch mit 3 KP. Ich habe es rausgenommen, weil ich dachte, okay, wenn die Zeit gut ist, kann ich es nochmal reinwechseln und opfern. Und ja, dann habe ich hier natürlich wegen Zauberschein mein ja, Feen-Pokémon reingebracht. Kann das relativ gut wegstecken. Der nackte Ninja holt sein Shaymin wieder zurück und er bringt hier sein No-Scope. Und nicht jetzt war echt so das Ding, wo ich dachte, No-Scope, das Teil ist doch sau schnell, oder? Oder ist das nicht so schnell? Ich war echt überrascht, weil ich bin in die Mega gegangen. Natürlich auf Mondgewalt und ich musste hoffen, Erdbeben würde mich, glaube ich, echt zerstören, keine Ahnung. Und ich bin natürlich auf die Mondgewalt gegangen und habe ihn echt überholt. Und an der Stelle war ich echt mega überrascht, weil ich dachte ohne Mist, dass halt ein Knackrag wesentlich schneller ist als als ein Yangtze, weil in der Megaform kommt er jetzt erst in der nächsten Runde die Werte und ja, habe ihn hier super sicher rausbringen können. An der Stelle kommt jetzt hier nochmal sein Shaymin und Shaymin natürlich auch hier wieder mit einer Mondgewalt zerstört. Aber ich war echt, wie gesagt, mega überrascht, dass ich wesentlich schneller bin als er. Und jetzt hat er, glaube ich, nur noch seine Steckdose und die Steckdose mache ich natürlich auch noch platt mit einer Mondgewalt. Aber so an sich war es echt ein lustiger Kampf, hat echt mega Spaß gemacht. Wir haben uns auf Skype zugespammt gestern Abend und ja, war auf jeden Fall mega cool. Und ich glaube, der Kampf war auch ganz fair und ja, halt witzig. Es war halt mehr witzig gestern. Es waren eher witzige Kämpfe. Und ja, die Mondgewalt hat ihn auch platt gemacht, war auf jeden Fall witzig. Und ja, an der Stelle nochmal danke an Ninja für diesen lustigen Kampf. Ja, wahrscheinlich muss er sein Team nochmal ein bisschen neu bauen, weil Golgantis, keine Ahnung, Keck Leon, weiß ich halt nicht, was die so können. Gestern konnten sie jedenfalls ihr Potenzial nicht entfalten. Und ja, schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn es heißt, It's Yuki Time!